Pyrrhonische Skepsis als Weg zur Seelenruhe, ca. 180 bis 200, Sextus Empiricus. Der folgende Text vermittelt die Grundzüge der pyrrhonischen Skepsis, einer Denkrichtung, die auf Pyrrhon von Elis, ca. 360 bis 270 v. Chr. Zurückgeht und die uns vor allem durch Texte von Sextus Empiricus bekannt geworden ist, der selbst im zweiten nachchristlichen Jahrhundert lebte. Wenn jemand eine Sache sucht, dann ist der zu erwartende Erfolg entweder ihre Entdeckung oder die Verneinung ihrer Entdeckung und das Eingeständnis ihrer Unerkennbarkeit oder die Fortdauer der Suche. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb hinsichtlich der philosophischen Forschungsgegenstände die einen behauptet haben, sie hätten das Wahre gefunden, während die anderen erklärten, es lasse sich nicht erkennen und die Dritten noch suchen. Und zwar gefunden zu haben, glauben die Dogmatiker im engeren Sinne, zum Beispiel Aristoteles, Epikur, die Stoiker und einige andere. Für unerkennbar erklärten die Dinge Kleitomachos, Karneades und andere Akademiker. Die Skeptiker aber suchen noch. Daher scheint es vernünftig, dass die obersten Philosophien drei sind: die dogmatische, die akademische und die skeptische. Die Skepsis ist die Kunst, auf alle mögliche Weise erscheinende und gedachte Dinge einander entgegenzusetzen, von der aus wir wegen der Gleichwertigkeit der entgegengesetzten Sachen und Argumente zuerst zur Zurückhaltung, danach zur Seelenruhe gelangen. Mit entgegengesetzten Argumenten meinen wir nicht unbedingt Verneinung und Bejahung, sondern schlicht unverträgliche Argumente. Gleichwertigkeit nennen wir die Gleichheit in Glaubwürdigkeit und Unglaubwürdigkeit, so dass keines der unverträglichen Argumente das andere als glaubwürdiger überragt. Zurückhaltung ist ein Stillstehen des Verstandes, durch das wir weder etwas aufheben noch setzen. Seelenruhe schließlich ist die Ungestörtheit und Meeresstille der Seele. Das motivierende Prinzip der Skepsis nennen wir die Hoffnung auf Seelenruhe, denn die geistig Höherstehenden unter den Menschen, beunruhigt durch die Ungleichförmigkeit in den Dingen und ratlos, welchen von ihnen man eher zustimmen solle, gelangten dahin zu untersuchen, was wahr ist in den Dingen und was falsch, um durch die Entscheidung dieser Frage Ruhe zu finden. Das Hauptbeweisprinzip der Skepsis dagegen ist, dass jedem Argument ein gleichwertiges entgegensteht. Diejenigen, die behaupten, die Skeptiker höben die Erscheinungen auf, scheinen mir nie gehört zu haben, was bei uns gesagt wird. Denn an den Dingen, die uns in einer erlebnismäßigen Vorstellung unwillkürlich zur Zustimmung führen, rütteln wir nicht, wie ich schon oben gesagt habe. Das aber sind die Erscheinungen. Vielmehr, wenn wir fragen, ob der zugrunde liegende Gegenstand so ist, wie er erscheint, dann geben wir zu, dass er erscheint. Wir fragen aber nicht nach dem Erscheinenden, sondern nach dem, was über das Erscheinende ausgesagt wird. Und das unterscheidet sich von der Frage nach dem Erscheinenden selbst. Dass uns zum Beispiel der Honig süß zu schmecken scheint, das räumen wir ein. Denn wir erhalten ja eine süße Sinnesempfindung. Ob er aber auch süß ist im Sinne der Aussage, fragen wir. Und das ist nicht das Erscheinende, sondern das über das Erscheinende Ausgesagte. Falls wir jedoch auch direkt gegen die Erscheinungen argumentieren, dann wollen wir mit der Aufstellung dieser Argumente nicht die Erscheinungen aufheben, sondern nur die Voreiligkeit der Dogmatiker aufzeigen. Denn wenn die Vernunft eine solche Betrügerin ist, dass sie uns beinahe sogar die Erscheinungen unter den Augen entreißt, wie sollen wir ihr da nicht bei den verborgenen Dingen misstrauen, um nicht in ihrem Gefolge voreilig zu sein? Wir sagen nun, das Kriterium der skeptischen Schule sei das Erscheinende, wobei wir dem Sinn nach die Vorstellung so nennen. Denn da sie in einem Erleiden und einem unwillkürlichen Erlebnis liegt, ist sie fraglos. Deshalb wird niemand vielleicht zweifeln, ob der zugrunde liegende Gegenstand so oder so erscheint. Ob er dagegen so ist, wie er erscheint, wird in Frage gestellt. Da ich sagte, die Seelenruhe folge der Zurückhaltung gegenüber allen Dingen, so ist es wohl folgerichtig, jetzt zu erörtern, wie sich die Zurückhaltung für uns ergibt. Diese entsteht durch die Entgegensetzung der Dinge.
Wir setzen dabei entweder Erscheinungen, Erscheinungen oder Gedanken, Gedanken oder diese einander wechselweise entgegen. Zum Beispiel Erscheinungen, Erscheinungen, wenn wir sagen, derselbe Turm erscheint aus der Ferne rund, aus der Nähe viereckig. Gedanken, Gedanken, wenn wir demjenigen, der die Existenz einer Vorsehung aus der Ordnung der Himmelskörper beweist, entgegenhalten, dass es den Guten häufig schlecht, den Schlechten dagegen gut geht und daraus auf die Nichtexistenz einer Vorsehung schließen. Schließlich setzen wir Gedanken Erscheinungen entgegen, so wie Anaxagoras dem Weissein des Schnees entgegensetzt, dass der Schnee gefrorenes Wasser, Wasser aber dunkel, also auch der Schnee dunkel sei.